Danke, Herr Vizepräsident, Herr Tiroler Landtag. Ich möchte zum Tagesordnungspunkt 40 sprechen. Ich möchte zunächst dieses Malala-Projekt in der Steiermark anschauen. Wenn ich zitieren darf, Herr Vizepräsident, da geht es gemeinsam aktiv für ein selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention und in kultureller Begleitung durch das Universalmuseum Joanneum. In dem Projekt werden Patenschaften zwischen Frauen ab 16 Jahren mit Migrations- und Fluchterfahrung vermittelt, also jenen mit jenen ohne. Und das Ziel dabei, gemeinsam möglicher Isolation entgegenzuwirken und Frauen in ihrer Selbstbestimmung und in ihrem Integrationsprozess zu stärken und zu begleiten. Soweit, so gut. Die Patinnen sollen zu einer Ansprech- und Bezugsperson für die begleitenden Frauen werden. Sprachliche Barrieren überwinden und mangelnden Informationen, Beratungsangebote unterstützen. Vor allem in puncto Gewalt, die migrantische Frauen ja besonders häufig und oft erfahren. Aber jetzt haben wir schon darüber geredet, was die Gründe sein können, dass die Gewalt ansteigt. Und warum erfahren migrantische Frauen besonders oft Gewalt? Weil sie eben in eher kulturellen Milieus mit patriarchalen Strukturen leben. Und ich möchte jetzt auf diesen Klaps ansprechen. Der allem wieder klingt dieser Klaps. Und jetzt haben Sie gerade selber wieder gesagt, wir müssen über die Lage in Tirol reden. Sie reden selten über die Lage in Tirol, weil es Ihnen allem leider darum geht, dass irgendwelche Frauen aus anderen Kulturen, beziehungsweise Menschen aus anderen Kulturen in Tirol das und jenes brauchen und das andere brauchen. Und dieser Klaps. Natürlich gibt es diesen Klaps. Natürlich gibt es den. Den gibt es in anderen Ländern auch. Ja, genau, den Klaps auf den Hintern, um Kinder zu bestrafen aus der Erziehung. Nein, nein. Und natürlich kann man über diesen Klaps sprechen, aber ich glaube schon, dass da unsere Gesellschaft einen ziemlichen Sprung mittlerweile gemacht hat und dass das nicht mehr so häufig vorkommt. Aber dass wir allem über diesen Klaps sprechen und nicht drüber sprechen, dass wir eine Zuwanderung haben für Leute, wo nicht leider Klaps normal ist, sondern ganz, ganz andere Sachen. Ich glaube, brauchen wir uns um den Klaps für einigen Menschen, die noch in, keine Ahnung, vor 200 Jahren leben, am wenigsten Gedanken machen. Auf der Plattform gegen Gewalt können Sie nachlesen, dass Frauen mit Migrationshintergrund, insbesondere aus traditionellen Gesellschaften und Geflüchtete, deutlich häufiger von häuslicher Gewalt betroffen sein. Da reden wir nicht nur von häuslicher Gewalt, sondern auch von Genitalverstümmelung und Zwangsheirat, was wirklich nur in diesen kulturellen Strukturen stattfindet. Anstatt dass also Patenschaften einzurichten, die dazu beitragen würden, die Gewalt aus dem Milieu zu normalisieren und hinzunehmen, weil nichts anderes wird man machen, sollte man dafür sorgen, dass solche Gepflogenheiten bei uns erst gar nicht Fuß fassen. Und diese frauenverachtenden... Solche frauenverachtenden und radikalen Auswüchse haben in unserer freien Gesellschaft einfach nichts verloren. Ein solches Projekt wie Malala ist nichts anderes als eine weitere Kapitulation vor eher kulturellen Migrantenhorden und deren steinzeitlichem Verständnis für Frauen. Das muss man wirklich sagen. Und natürlich ist Gewalt gegenüber Frauen immer abzulehnen, immer auch gegenüber Kindern natürlich, weil wir vorher von diesem Klaps geredet haben. Aber ganz gewiss sollte man den nicht mit Samthandschuhen angreifen im Rahmen von einem so einem verniedlichen Museumspatenprojekt. Das muss man halt wirklich sagen. Solche Frauen brauchen keine Museumsbesuche. Solche Frauen, wenn sie da sind, muss man aus diesen Strukturen befreien. Es hilft ja nichts, wenn ich mit denen durchs Museum renne und ihnen sage, was wir für tolle Kultur haben und so weiter, wenn sie dann wieder heimgehen und dort Dinge erleben, die wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Wenn wir an die vielen erschütternden Frauenmorde denken, die wir heuer schon allein in Österreich gehabt haben. Die Frauen in dem Wiener Bordell, so hat es schon einmal angefangen. Dann das junge Mädchen, das über Monate hinweg vergewaltigt und sexuell missbraucht worden ist. 17 junge Männer, allesamt Migrationshintergrund. Die 13-jährige Leonie, die von zwei Afghanen unter Drogen gesetzt worden ist, missbraucht, getötet worden und dann dort an irgendeinem Baum gelehnt. Und so weiter und so weiter. Laut deutscher Bundeskriminalstatistik, und das sind jetzt die Zahlen für 2022, sind zwischen 2015 und 2022 in Deutschland mindestens 7000 Frauen Opfer von sexuellen Übergriffen von Flüchtlingen geworden. Allein von Flüchtlingen, 7000 Frauen. Die ungebremste Migration junger Männer lässt das Land für Frauen und Mädchen einfach nicht mehr sicher sein. Es wird ständig unsicherer. Durch die ungebremste Migration junger Männer reißen oder
wandern natürlich auch viele Sexualstraftäter ein. Das beweisen die Statistiken. Und in den Jahren 2015 bis 2022 hat es mehr als 8.590 angezeigte Fälle von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen durch Zuwanderer gegeben. Allein angezeigte. Bitte, wir wissen alle, wie hoch die Dunkelziffer ist für Frauen, die sich nicht trauen, solche Gewaltübergriffe anzuzeigen. Mit Zuwanderer seien jetzt Asylwerber, Asylberechtigte und sämtliche Illegale gemeint. Und die meisten Vergewaltigungsopfer in dem Zusammenhang seien, laut Bundeskriminalstatistik, deutsche Staatsbürger. Flüchtlinge seien laut Statistik als Tatverdächtige bei Vergewaltigungen stark überrepräsentiert. Während in der Gesamtbevölkerung 49% männlich seien und viele älter seien oder jünger als der durchschnittliche Asylmigrant, machen Männer über 2/3 der irregulären Zuwanderer aus. Bei Vergewaltigungen sticht die Überrepräsentation männlicher Flüchtlinge geradezu hervor, mit 14% um das Fünffache bei begangenen Vergewaltigungen bei Sexualdelikten insgesamt 3,3-mal häufiger Tatverdächtiger wie ihr Anteil an der Bevölkerung. Und die Herkunft ist besonders häufig, und das ist jetzt wahrscheinlich wenig überraschend, sind es häufig Länder mit sehr hoher Geschlechterungleichheit. Genau das, was ich gerade vorher gesagt habe, das sind aus Syrien, Afghanistan und Pakistan. Und wir wollen solche Leute in dem Land nicht haben, die nicht wissen, wie man mit Frauen umgeht. Ich habe mich jetzt auf Deutschland bezogen, aber in Österreich ist die Lage ja dieselbe und wir haben da dasselbe Lied. Aus der Statistik des Innenministeriums, die kennen wir alle, geht deutlich hervor, dass afghanische Täter bei Gewaltdelikten im Vergleich zur österreichischen Bevölkerung deutlich überrepräsentiert sein. Und wir können die Augen vor diese Tatsachen nicht verschließen. Wir können darüber reden, was die Gründe sein, dass die Gewalt ansteigt, das soziale Milieu, die Teuerung und so weiter und so fort. Aber es ist unbestritten, dass man über die Migration und die Probleme, die durch Zugewanderte aus diesen eher kulturellen Milieus kommen, da können wir einfach die Augen nicht verschließen. Über das müssen wir reden. Und auch wenn wir das in diesem Land nicht machen und die Kollegin das auch nicht gut findet, vielleicht, dass wir das ständig angreifen. Ja. Was hat sie denn? Ich bringe Statistiken. Nein, Frau Kollegin, das sind Statistiken und es hat überhaupt nicht gehetzt. Die Frau Abgeordnete ist am Wort, bitte. Und ich glaube auch, dass das Wahlergebnis auf Bundesebene ganz deutlich zeigt, dass sehr, sehr viele Leute auch der Meinung sind, dass wir uns endlich um das Thema kümmern sollten und nicht gleich überall sagen, es hetzt. Glaubst du, die Frauen in dem Land denken sich das aus? Die Frauen in dem Land denken sich das nicht aus, dass sie sich nicht mehr trauen, allein Zug zu fahren, allein auszugehen auf Nacht. Das denken sich, ja, vor was? Aber sie haben nicht Angst vor einem FPÖler. Ja, das kannst du sicher sein. Die Leute haben Angst dafür, dass sie... Nein, es wird ihnen nicht Angst gemacht. Es passiert ja so viel. Du kannst diesen 8.590 Frauen, die von Flüchtlingen vergewaltigt worden sind, gern sagen, dass sie Angst gehabt haben, umsonst. Ja, nein, das könnt ihr ihnen gern erklären. Aber wie gesagt, es wird nicht so weitergehen, dass wir uns um das Thema nicht kümmern können. Und wir können gern sagen, die Teuerung ist schuld und das soziale Milieu ist schuld. Und der Tiroler, der, keine Ahnung, mit seiner Mistgabel daheim steht und seine Kinder verprügelt, ist schuld. Allein um das wird es nicht gehen. Wir werden uns darum kümmern müssen in dieser Gesellschaft, dass diese Menschen aus diesen kulturellen Milieus lernen, dass man da so mit Frauen nicht umgeht. Der größte Schutz für Frauen und Mädchen in dem Land ist einfach die Beschränkung der massiven Zuwanderung von nahezu ausschließlich jungen Männern aus einschlägigen Kulturkreisen und der sofortigen Abschiebung gewalttätiger Ausländer. Das ist das Nächste, über das wir reden werden müssen. Und die Lösung für diese Probleme liegt für mich und meine Fraktion nicht in so fadenscheinigen Patenschaften, weil ich möchte nochmal unterstreichen, dass es denen Frauen gar nichts nutzt, doch auf ein Museum zu latschen. Wir werden die Sachen angreifen müssen und wirklich angreifen müssen und auch benennen. Weil solche Patenschaften taten diese frauenfeindlichen Strukturen ja noch stützen. Weil man muss die Sachen einfach beseitigen und dafür sorgen, dass das einfach nicht vorkommt in unserer Gesellschaft. Wir wollen sowas nicht haben. Frauen sind für viele dieser Männer Menschen zweiter Klasse und wir dürfen keinesfalls akzeptieren, dass diese frauenverachtenden Strukturen aus deren Heimat in die Insel gebracht werden. Und wir dürfen noch weniger zulassen, dass sie sich damit hier auch noch durchsetzen.
Frauen und Mädchen erleben in dem Land einen immensen Freiheitsverlust, das habe ich auch schon vorher gesagt, und wir trauen uns nachts allein nicht mehr auf die Straße, wir trauen uns nicht mehr allein mit dem Zug zu fahren. Meine Tochter ist 14 Jahre alt, ja, da kannst du schon schauen. Meine Tochter ist 14 Jahre alt, wenn die mit dem Zug nach Innsbruck fährt und sich drei, ich weiß nicht, welcher Herkunft sie haben, aber es waren auf jeden Fall keine Tiroler, ihr gegenüber sitzen, dann kannst du ihr das nächste Mal erklären, dass sie keine Angst haben, was braucht, weil ich sage, sie haben sie unter Druck gesetzt, sie haben Fotos gemacht von ihr und. Das kannst du ihnen auch erklären. Das tut nämlich bei uns da, wirst du vielleicht Einzelne finden. Alles normal. Da wirst du bei uns vielleicht auch ein paar finden, die so einen Spinner haben. Aber eins ist halt sicher, die, so wie die mit Frauen und Mädeln umgehen, da sind wir Gott sei Dank in unserer Gesellschaft schon lange davon weg. Weil das ist verachtend und solche Leute will ich da nicht haben. Und da werden wir uns überlegen müssen, wie wir die loskriegen. Weil dem muss jetzt endgültig ein Riegel vorgeschoben werden. Zu Tagesordnungspunkt 41 noch ganz kurz, die Erhöhung für die Frauenberatungsstellen. Natürlich, jetzt haben wir darüber geredet, dass die Gewalt steigt. Natürlich müssen Frauen- und Mädchenberatungsstellen ausgebaut werden. Absoluter Meinung. Der Abänderungsantrag von der Regierung geht allerdings sogar ins zu wenig weit und deshalb werden wir nicht zustimmen.